Hallo, hallo. Schönen guten Tag. So, heute haben wir Samstag. Ja. So, ich habe jetzt ein Scrapbook rausgeholt, ne? So ein Block Album. Und möchte mal damit beginnen. Mal ausprobieren, wie er sich so verarbeiten lässt, ne? In der Größe meine ich, weil andere hatte ich ja schon. Ach, guck, da ist so ein Abdruck von dieser Bindung von den Ringen, ne? Aber egal. So, das kommt auch noch ab. Ja, ist echt dick, ne? Und wie schon gesagt, so viele Blätter da drin, das kann man gar nicht nutzen, ne? Wenn mal Fotos drauf kommen und Designpapier, absolut gar nicht. Und deswegen hole ich da immer raus. So 12 Blatt passen da rein. Optimal für diese Ringstärke, ne? Sind ja schmal. Ich messe mal den Durchmesser, wenn ich es schaffe. Ja, drei Viertel, ne, diese Ringe. So, und deswegen werde ich hier einfach, oder was ist mir besser? Ne, doch, okay. Ich mal so umdrehen. Die Ringe, ich hoffe, man kann es sehen, einfach auseinander ein bisschen ziehen hier. Ich halte hier fest und hole den da ein bisschen raus. Einfach so. Ja, schon eine Übung nötig. Aber so, dass man einfach die Blätter so raus vorsichtig bekommen kann. Möchte sie nicht beschädigen. So. Ja, genau. Und jetzt zeige ich mal. Ja, so habe ich es jetzt. Weiß nicht, ob man es sehen kann. Die Ringe auseinandergebogen, ne? Hier ist jetzt so eine Rille, ne? Da kann ich jetzt locker die Blätter dann rausholen. Die kann man dann noch nutzen, ne? Einfach solche Ringe, drei Viertel eben, weil die Lochung ist ja schon bestimmt, ne, für und noch Alben machen. Mit zu viel geht nicht. Kann man das Cover dann selbst noch herstellen und eben zu viel geht nicht durch. Ja, das ist so eine Idee von mir, hatte ich auch die andere, die größere von der. So, da hatte ich ja auch einige gemacht und da bleibt echt wenig Blätter, die da reinpassen drin, weil es ist zu viel. Eben schwarzen Kartstock hat man eben dann für weitere. So, dann muss ich mal schauen, was ich jetzt habe. Ein, zwei, drei.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Stück reichen. Optimal. Ne? Und guck mal, so ein Pack Papier hat man dann. Es sind ja 50 Blatt jetzt drin. Ne? Und eben, es geht nicht anders, weil wenn dann sperrt der Album sich so auseinander, weil die das quillt alles auseinander. So, und jetzt nehme ich das gleiche wieder so, im gleichen Verfahren und drücke es wieder zurück. Einfach diese in die Mitte, mit Mittelstellen. Ne? Hier zeige ich mal, sind zusammen schon und die nicht sind, habe ich jetzt reingeschoben. Ich will mal schauen, dass man das so sehen kann. Oder so seitlich. Ja, eben hier die ersten drei habe ich jetzt zusammen. Ich drücke sie einfach wieder hinein. Ne? So. So. Das eben, nur dass die Blätter nicht rauskommen. Das ist, macht das Bindegerät, ne? Das gleiche, aber so geht das jetzt eben. Ich könnte es auch in das Bindegerät reintun. Ich habe hier eins, aber so weit reicht aus. So muss man dann kontrollieren, dass die alle auf dem Platz sind. Ja. Und so habe ich jetzt so ein Grundgerüst, ne? Weil das soll viel Platz sein für, ne? Und wenn es mal dekoriert ist und alles, dann wird es echt zu viel. Das kann sich ja nur so heben, weiter nicht, ne? So die Höhe kann nur entstehen, sozusagen, ne? Mehr kann ja nicht der Ring. Deswegen hatte ich mir vorerst mal da echt Gedanken gemacht, wie ich das so gut wie möglich hinbekomme. Und doch, es hat gut geklappt. Und so, ja, das geht dann. Ne? Und kann man jetzt einfach eben im Beginn. So, das nächste ist bei mir jetzt, ich werde da jetzt diese Standardfotos Flächen Matten werde ich diesmal nicht reinkleben, dass direkt Foto auf den Platz kommt, aber drumherum die Flächen werde ich mit Designpapier dekorieren. Und die Flächen brauche ich jetzt wegen den Größen der Foto, der Foto von den Fotos, ne? So, ich mal schauen. So, dann mache ich mal 9 mal 13 so eine Matte. Ja, habe ich dann so sozusagen so einen Ersatz für ein 9 mal 13 Foto. Oder quer oder hochkantig, wenn man das anpasst drinnen. Ne? So. Das war 1 cm. Kann sein, dass ich noch ein Blatt muss, ein anderes haben für 10 mal. So, und dann muss ich noch ein mache ich noch eine Matte 10 mal 15, ne? So. Ja.
eben die zwei Standardmatten, Fotomatten, ne? Und die werde ich dann mal schauen, wie ich die dann da reinbekomme. So. Guck. Wäre auch möglich, ne? So. So nicht, ne? So werde ich dann wahrscheinlich gleiche zwei kleine, aber man hat ja auch einige Fotos, so wie Gruppenfotos, eine Gruppe oder, und da stehen die, so eine ganze Reihe von Leuten, ne? Da ist das auch gut. So, und das kommt dann so dann hin. Ich werde mal je zwei machen müssen, dass ich auch zwei gleiche so nebeneinander hin bekomme, ne? Genau. So. Das ist jetzt 13. Genau so. Nochmal 13. So. Genau. Und dann kann ich so hochformatige Fotos eben so ausrichten. Ja. Oder so. Hat man dann Platz für. Und das zwischen werde ich dann mit dem Designpapier auslegen. Ach, guck, ja, auch diese 10x15, die würden auch so passen, ne? So. Okay. Ja, das ist das. Und als erstes werde ich jetzt die Rückseiten mit Designpapier, weil es wird wohl nur die Vorderseite mit Fotos beklebt und die Rückseite ist dann Designpapier, dass man da eventuell was kann ergänzen, so wie man es möchte, ne? So, und wie ich schon ein Video habe ich ja gedreht, wo ich diese alle Designblöcke gezeigt habe, die ich so rausgeholt für diesen Zweck ausgesucht hatte. Und daraus werde ich dann ein paar Designs auch wohl nutzen. Ja, der Block, der ist überhaupt sehr, sehr geeignet. Ja, so, warte mal, dieses Bild ist echt schön, ne? Da die Seite und ja, kann man dann beide Seiten mal schauen. Holz, ne? Echt, ne? Ist auch sehr hübsch. Das ist echt schön, ne? Das ist ja schön. Das kommt raus. Das ist interessant, ne?
dieses Powder. Ist mal echt, ne? Die Seite, die beiden Seiten, ne? Guck mal, wie schön die sind. Echt. So, und das ist auch sehr hübsch, ne? Ist auch schon mit den Blättern gehabt als Cover, ne? So schön. So, was habe ich noch vergessen? Das Denke gefällt mir auch sehr. Ne? Erstmal. Ja. Gut. So. Das da. Und ich glaube, hier vorne beginnt mit dem. Und da kommt dieses. Da von der Abschnitt, oder? Was ist da? Ach so, ne? Da ist man ja echt. Ja, doch, das Teil ist echt schön. So, welche Seite kommt hier hin? Werde ich einfach mit Kohle einfach schauen, dass ich das richtig ausmessen. So. Und hier. Hier. So. Nee. Ja, ich wollte noch so machen, dass das hier nicht so stört. Muss man dann schauen. So. Genau, das. Ja, das große Papier muss ich den großen Schneider drin machen. So, jetzt habe ich den Anfang jetzt gemacht. Habe jetzt das Cover Innenseite, ne? Innen. So, also, sind dann 7, 2 Achtel mal 6, mal 7, 6 Achtel, ne? Habe ich jetzt Designpapier, ne? Designpapier. So ist das Teil und dann habe ich den Rand ganz knapp rausschauen lassen. Ist dann okay. So, und der Rest kommt dann hier. Da werde ich mal zwei Fotos auslegen und dazu kommen dann zwei Stück kleine Designpapier von dem gleichen dann, ne? Da habe ich den Rest und das werde ich mal ja, ist echt hübsch, ne? Sehr hübsches Papier, oder? Warte, ich glaube, ich mache es so, dass ich hier die Ecke habe und ja, genau, platzieren. So, jetzt muss ich was
drunter haben, dass ich den Rand vom Blatt kann sehen, ne? Dass man da was sieht. Und dann auch ganz schmaler Rand. Dann kann ich das mal ausmessen. Und wenn man einmal so eine Ausmessung gemacht hat, und dann ist man dann, also macht das um sich. So, drehe ich um sich. Schreibt da mit dem Kuli noch drauf. Das möchte ich nicht. So, dann mache ich hier eine Markierung. Und dann die Breite noch. Das ist ja das. Und dann ist diese und dann ist es ja eh 9 cm, ne? Deswegen. Und hier oben dann auch, die Breite wird ja 9. Mit dem passend, nur die Tiefe, die Höhe, dann werde ich auch noch dann hier ausmessen. Aber ich glaube, es wird gleich sein, ne? Ich messe mal aus. So. So, warte mal, ich muss meinen Inch messen. So, weil ist mir lieber. So, das sind dann 2 3/8. 2 3/8. 2 3/8. So, dann werde ich mal noch das 2 3/8 mal 9 cm. Naja, egal. So, das ist dann jetzt wahrscheinlich. So, da ist auch noch, glaube ich, die gleiche. Genau, ja. Wenn, dann schneide ich ab. Ist auch nicht schlimm. So, das ist das. Werde ich mal großer Tisch und man hat doch immer wenig Platz, ne? So ein Wunder. So ein Wunder. Ach guck, das sind genau 6 cm. Dann kann ich das auch in 6 cm in Klammer schreiben, ne, dazu. So, das ist dann so der Innen Designpapier. So. Und breit ist dann die 9 cm. So. Oh, der Schneider ist echt stark. So, und dann kommt das dahin. Und auch noch eins. Das ist auch hübsch. Welche Seite? Ja, 6 mal. Und 9.
Das ist das zweite dann so, ne? So, das lege ich mal dazu, dass man vielleicht was noch ergänzen will dann. So, und das ist dann erstmal die erste Seite. Weil bei der Bindung, es ist dann auch noch möglich, vielleicht die Blätter, wenn man mal doch hin und her möchte, bewegen, ne, oder vertauschen, die Blätter kann man wieder rausholen und ein bisschen anders sortieren, wenn es mal am Ende dann doch lieber das oder lieber das, dann möchte man so. Und das wird dann eben die, werde ich dann aufkleben, aber nehme ich weg das Foto und das kommt einfach drauf. Da hat man nicht zu viel Matten, ne, so. Und deswegen werde ich das erstmal so liegen lassen und jetzt aufkleben. Aufkleben. Ich glaube, ich werde mit Kleber. Ne? Doch, mit dem Kleber. Okay. Das ist ja stark genug, das Papier, und da kann ich das machen. So. So, dann. Einfach Kleber drauf. So. Okay, mal schauen, dass ich das richtig auflege. So. So, dann kommen auch die Kleine drauf. Und ja, dann werden wir mal schauen, dass das richtig schön gleichmäßig und gut sich legt. So. Genau so. Na, ist immer so. Vom Papier, da hat man immer so Fusseln oder was das ist. So, das eine, oder? Soll ich doch noch ein bisschen runter. So, ja, so ist es gut, dass man noch ein bisschen hat. Zwischen. Genau, und da noch. Zweite Blatt. So. Ich habe gerade so überlegt, man könnte auch beide Seiten, ne, vom Papier auf der ganzen Fläche vielleicht auch machen. Aber ne, ich glaube, so lasse ich es. So.
weil die Papiere müssen dann sich dann auch schön rein fügen, also integrieren und ordentlich auch sitzen dann, dass die nicht dann zu wenig Platz haben, ne? Soll nicht passieren. So, ja. Und das ist das erste Blatt mit den Fotomaten. Würde so sein. Ja, genau. So, das hier. Und dann kommen die Matten weg für die weitere Verarbeitung, ne? Und man kann dann, wenn es sein muss, man kann da auch was, vielleicht eine Tasche aufbringen, ne? Für ein paar Fotos reinstecken. Werde ich bestimmt wohl machen, ne? Ich habe ja hier noch Rest und das könnte ich sogar mal so eine Abrundung oder was, so wie ein Dreieck einstanzen und da könnte man auch große, einige Fotos reinstellen, ne? Mal schauen, lasse ich erstmal so, weil es wird dann noch personalisiert, ne? Irgendwie scheint mir, dass ich da ein bisschen schief bin. Ne, alles gut. So, dann geht das weiter. Und dann lege ich das dahinter wieder. So, da kommt wieder eine, glaube ich, werde mal noch ein bisschen was aus dem rausholen. Ne? Ist mir das alles so eine Richtung. Das wäre auch gut. Sind auch so hübsch, ne? Ich glaube, die Wolken sind auch echt schön. Ja, ist echt schön, Dora. Ne? So. Ja, das ist echt so ein auch raus, weil und das war noch dieses Teil, das ist auch noch richtig so eine ach ja, ha, genau. Guck mal, das ist so in Rot, das ist in Blau, Grün, Blau, so. Ne? Die Seite hat mir auch gefallen, diese Uhr. Auch mit raus. Die Jeans, den Schriften. Auch hübsch. Ja, dieses zerknauscht. Echt. Auch. Mhm.
Ne? Das ist auch so ein schönes, glaube ich. Erstmal reicht es. Noch einen liegen, aber ich mache mal ein paar Seiten und dann werde ich schauen, wie ich das so, weil hier werde ich auch wieder mal ausmessen, dass ich das welche Seite möchte ich haben, diese, dann lege ich mal hier an. So, das hier, hier, oh, nee, ich muss es jetzt drehen, so rum, dass ich da nicht drauf kritzeln darf, ich darf nicht drauf kritzeln, so, das, und, so, und da kann ich das auch hier so abmessen, ne? Von da bis da, was ich so 7,5 und 7 1/8, sogar weniger, 1/16, glaube ich. So, deswegen, weil das Cover ist ein bisschen anders, ist größer, ne? So, dann machen wir das nächste, Rückseite, also, und das mache ich auch dafür noch, dass die, das Blatt gestärkt ist, ne? Weil man stückelt ja und dann ist es so, so lapperig, ne? Und wenn da auf dem Rücken was drauf ist, ein ganzes, dann ist das Blatt stark, stärker gestärkt, ne? So, jetzt habe ich auch hier das ausgeschnitten und das ist jetzt für so eine ganze Seite, das sind dann 7,5 Inch, meine ich, mal 7 1/16, ne? 7 1/16 und 7,5. Ne? Hier kann man variieren, wie man so mag, aber ich glaube, soweit ist es echt okay. Ich lege mal was drunter, dass ich überhaupt die Umrisse sehe. Ne? Weil so sieht man gar nicht so. So, dann mache ich erstmal Schluss und werde im nächsten Video das noch weiter machen und zeigen. So, danke fürs Zuschauen und tschüssi.